Betreibt SPD-Minister Brotkorb Vetternwirtschaft? Brotkorbs Lebensgefährtin erhält hohen Posten. Schwerin. Nach der im September stattgefundenen Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, deren Ergebnis die Weiterführung der Großen Koalition war, wurde der bisherige Landtagsabgeordnete Matthias Brotkorb von der SPD zum Bildungsminister ernannt. Bislang war Brotkorb vor allem als Betreiber der im Rahmen des Kampfes gegen Rechts von der SPD eingerichteten Internetplattform Endstation Rechts sowie als Unternehmer mit der Klamottenmarke Storch Heiner bekannt. Doch kaum im Amt sorgt er für negative Schlagzeilen. So übernahm nach einem Bericht des NDR kurz nach Brotkorbs Amtsantritt auch seine 29-jährige Lebensgefährtin eine führende Funktion im Stab des Finanzministeriums. Dort ist sie wie durch Zufall auch noch für die Verbindungen zum Brotkorb-Ministerium zuständig. Die Stelle wurde zudem ohne jegliche Ausschreibung besetzt und ist bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2016 befristet. Aus den Reihen der parlamentarischen Opposition hagelte es wie vorherzusehen bereits Kritik. So forderte Grünen-Fraktionschef Jürgen Suhr laut NDR ein hohes Maß an Sensibilität bei der Beschäftigung von Verwandten oder Lebensgefährten. Der linken Abgeordnete Peter Ritter sprach in dem Bericht von einer ausgeprägten Form der Familienpolitik der SPD. Brotkorbs Freundin saß zuvor für die SPD in der Rostocker Bürgerschaft und war dabei im Jugendhilfeausschuss unter anderem an den Entscheidungen über die Vergabe von Steuergeldern an linksextremistische Antifa-Projekte beteiligt.